gewesen. Dann erzähl mal. Endlich ein weiteres Paar Augen. Die Suche nach Timur verlief bisher erfolglos. Sucht euren mit euren Verbündeten nach Timur. Timur ist bestimmt auch eine Böse. Irgendwie immer, wenn wir jemanden suchen, sind die am Ende böse. Passt immer. Nicht immer, aber immer öfters. Ist unwahrscheinlich. Das Stück hier hinten sieht verdächtig aus. Timurs Hütte. Ah, man konnte gerade noch mit ihm reden, jetzt ist es weg. Nur zwei Arten von Menschen suchen nach der alten Timur. Jene, die vor Ärger flüchten, und jene, die direkt darauf zulaufen. Zu welcher Art gehört ihr wohl? Ich bin der, der den Ärger macht. Donans Ritual ist gescheitert. Der Seelenstein wurde beschädigt. Doch er konnte ihn reparieren. Ich habe nie an seiner Beherrschung des Steins gezweifelt. Aber ich bin besorgt um seinen Geisteszustand. Wenn er sich wieder an das Ritual wagt, wird er Hilfe brauchen. Wir haben es schon geschafft. Neben einem Buch mit dem Titel Legenden des Sumpfes befindet sich eine Notiz, auf der in zittriger Handschrift steht: Die Hochzeit von Baum und Schlange. Was für eine alberne Geschichte. Der Baum kann nicht nach Sanctuario gekommen sein. Woher denn? Die reden ja schon mehrmals von einem Baum, der nicht aus Sanctuario ist. Eine Art Weltenbaum, der von einer anderen Welt kommt? Oder wie? Ein Stapel alter Folianten mit verblassten und abgewetzten Buchrücken. Auf dem ältesten und dicksten steht Die Wurzeln und der Baum. Havisars Anfang und Ende. Die haben auch gesagt, dass Havisar, also dieses Gebiet, in dem wir gerade sind, dass Havisar irgendwie nicht zu Sanctuario gehört. Ist Havisar ein Teil des Baumes? Wir jagen einen Mann namens Elias. Nie von ihm gehört. Wir glauben, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Thaisa meinte, ihr könntet helfen. Thaisa? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Wir haben nicht vor, zu sterben. Einer von euch wird das aber. So endet es immer. Geht dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Ich will nicht, dass das Blut eines Kindes an meinen Händen klebt. Ich habe gesehen, wie Lilith von meiner Mutter Besitz ergriff. Der Wahnsinn brachte sie um. Ich bin kein Kind mehr. Dann soll es so sein. Wenn dieser Elias einen Pakt geschlossen hat, dann mit dem flüsternden Baum. Es gibt viele Wege dorthin, aber der nächste ist in Ingovani. Ein heiliges Räucherwerk wird in dem Tempel dort aufbewahrt. Besorgt es. Dann tretet ihr den Pfad zum Baum an. Soll mit einem Baum reden. Herrlich. Nerell und ich finden heraus, ob wir mehr Informationen aus Timwe herausholen können.
Wir sollen mit einem Baum reden. Woher kennt Thaisa euch? Sie war einmal wie ihr. Sie stand hier in meiner Hütte und bat mich, ihr den Weg zu weisen. Und ihr werdet sein wie sie. Ihr nehmt euch die Antworten, die ihr braucht, und blickt nie zurück. Was ist so wichtig an diesem Tempel? Der Sumpf hat sein Nest in den Wurzeln des flüsternden Baumes. Und so beginnt jeder Pfad. Der Tempel von Ingovani liegt auf einer Wurzel. Aber sie ist nicht mehr oder weniger wichtig als andere Wurzeln. Thaisa sagte, ihr wärt mit dem Sumpf einen Handel für ein langes Leben eingegangen. Ja, ich wurde mit dem Gift des Sumpfes infiziert und schloss aus Angst einen Pakt mit dem Baum. Deshalb bringe ich ihm jetzt Wissen. Und im Austausch dafür hält er mich einen Schritt vom Grab entfernt. Ja, schlechter Tausch, ja? Er würde mich gehen lassen. Aber ein solcher Pakt kann nicht gebrochen werden. Naja, viele Leute würden alles dafür geben, unsterblich zu sein. Aber wenn man es dann wirklich hat, will man es dann überhaupt noch? Also, wo sollen wir hin? Da hoch. Findet die Stadt Ingovani. Also hier in diesem Dschungel ist eine Stadt drin. Was? Okay. Sich von mir ernährt. Meine Seele. Bitte. Entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Das Schlangenmagus? Nicht Schlangenkult. Magus des Schlangenkults. Was haben wir jetzt angestellt? Haben wir jetzt diese Seele mächtig gemacht? Okay. Aber weh, die stellt jetzt was Böses an. Ich will da nicht am Ende die Schuld dafür bekommen.
Oh, wir kriegen ja immer die Schuld. Fertigkeiten des Typs Knochen. Schade. Kann denn diese Stadt sein? Hier? Das ist eine Stadt, die muss da auch ein bisschen was an Größe haben. Hier vielleicht. Das sieht aus wie Verteidigungswelle. Ich habe keine Essenz mehr. Untergegangen oder was? Oder ist es so eine Schlangenviehstadt? Ich bin unentschlossen, was ich als nächstes level. Wir könnten entweder die Leichenexplosion langsam mal ein bisschen stärker machen. Oder wir könnten dafür sorgen, dass wir mehr Essenz haben, indem wir das hier leveln. Also jede Leiche, die wir brauchen, erzeugt dann 4 statt 2 Essenz. Und wir verbrauchen relativ viele Leichen. Wir erzeugen auch relativ viele Leichen. Könnten auch dafür sorgen, dass wir noch mehr Leichen produzieren können, aber eine Chance von 4% finde ich jetzt nicht so krass. Und wir könnten Stehlung erhöhen, ja, das ist jetzt nicht so krass. Es reicht, dass wir Stehlung haben, wir müssen jetzt noch nicht erhöhen, finde ich. Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich auch geil, ne? Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ich bin unentschlossen. Mehr Essenz zu haben, bedeutet auch wieder mehr Pest rumschleudern zu können, ne? Leichenexplosion Schaden zu erhöhen, ist aber auch nicht schlecht. Und allgemein Angriffsgeschwindigkeit ist auch gut. Naja.
Wir leveln das alles noch. Die Reihenfolge ist bloß die Frage. Keine Ahnung. Diese Banditen können es nicht lassen. Solange ich zurückdenken kann, haben wir friedlich in diesen Sümpfen gelebt. Aber jetzt hat Gewalt sein Herz verderbt. Und das bedeutet, dass unser Gott ausgeraubt wird. Sie glauben uns nicht, wenn wir sagen, dass der Sumpf immer, immer einen Preis fordert. Ach, was man ja auch noch leveln könnte, ich habe gar nicht dran gedacht, mehr Heilung für die Skelette. Wenn ich auf Skelettbeschwören gehe, ohne dass überhaupt ein Skelett tot ist, dann taucht da kurzzeitig so ein Priester auf und heilt die. Das. Vielleicht machen wir das mit dem nächsten Level. Gravierte Steintür. Auf der Tür ist eine Schlange abgebildet. Ihre Augen fehlen. Vielleicht wird der Weg frei, wenn sie zurückgebracht werden. Woher soll ich wissen, wo die sind? Nur natürlich markiert er direkt auf der Karte, wo die sind. Weil er es auf mysteriöse Art und Weise weiß. Ohne Hinweis. Ohne auch nur irgendwas. Boah, dort sind die. Woher weißt du das? Steht so im Questlog. Naja, der Questlog wird schon wissen. Keine Ahnung, wo es sein kann. Manchmal hat man ja einen Weg, der ganz offensichtlich so aussieht, als gäbe es da was. Aber hier habe ich nichts gesehen. Heilung. Das könnte ein Indiz sein. Ah ja, da ist doch was. Nee, eine stille Truhe ist doch bloß. Ermutigen. Jubel? Ja.
jubeln. Nicht schlecht. Ein Geist folgt euch. Ich weiß halt nicht, was das machen soll, wenn der Geist uns folgt. Wir hatten das schon einmal mit diesem kleinen Wolfsgeist. Aber keine Ahnung, was das bringen soll. Hier, wieder so einer. Ist das ein Wolf? Ich weiß nicht. Wenn nicht Wolf, ein kleiner Fuchs, meinte ich. Bindet das linke und das rechte Auge. Wo das Auge sein soll. Das hat sich hier nichts geändert. Normalerweise kreist sich dann der Radius von der Markierung so ein bisschen ein. Da engt sich dann der Radius so ein bisschen ein, wenn man näher rankommt, aber ich sehe halt nichts. Rein oder was? Kleinhöhle? Ich glaube, das ist einfach so ein random Keller. Oder? Nee, der ist random. Säubert den Keller. Hat nichts damit zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Mehr Essenz. Was ist eigentlich das hier? Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 29% nach 10 Sekunden.
Wie länger man schafft, die am Leben zu halten, desto stärker. Ah, hier wird das gar nicht so richtig, oder? Und. Ja. Das ist ja cool. Den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja. Gegen den hier austauschen. Upgraden natürlich. Noch ein Steinchen rein. Das können wir jetzt gleich sogar machen. Ach Mist, wir hätten in die Hauptstadt gehen sollen, oder? Weil wir dafür einen Juwelier brauchen. Und hier gibt es wahrscheinlich keinen. Doch. Juwelenschmied. Ist aber cool, das macht die dann deutlich stärker. Solange ich sie am Leben halte, sind sie 30% stärker. Habt ihr sie letzte Nacht gehört? Wie sie durch die Straßen rannte und wie wahnsinnig schrie. Haben das nicht alle? Die Frau spinnt doch. Sie und all die anderen Kräuter. Ja, ja, ich habe feine Waren. Schön und praktisch. Mhm. Super. Schild. Wir wollten ja demnächst mal auch das Schild ersetzen, ne? Was hat uns beim letzten Schild gestört? Ist gerade gar nicht mehr. Da war irgendwas drauf, wo wir gesagt haben, nee, lieber nicht. Keine Ahnung. Also. Schadensreduktion, wenn ihr unter Kontrollbeeinträchtigungen leidet. Warum habe ich das reingemacht? Ich bin bestimmt verlesen. Das Falsche reingesetzt. Schadensreduktion, wenn ihr gestählt seid. Das wollte ich reinsetzen. Ich bin ein Affe. Weil gestählt bin ich eigentlich immer. Habe ich den falschen Stein reingesetzt. Naja. Wayne. Ja, ich würde dieses Schild jetzt einfach mal nehmen. Oder? Ne? Klingt doch okay. Ich würde da natürlich den Effekt von dem anderen Schild extrahieren. Das machen wir da unten. Erst Carlo, dann Lea. Dort draußen ist etwas, das uns tötet. Und niemand tut etwas. Ein Reisender. Woher kommt ihr? Na, dann schauen wir mal. Ein blaues Ding rein. Ja, während ihr gestählt seid. Das macht schon eher Sinn. Und dann müssen wir upgraden. Das Schild will ich ja jetzt ein Weilchen tragen. Also, das ist ein Boost. Wie kann ich helfen?
So. Brauchen das zerlegen hier. Dann müssen wir dazu nochmal gucken wegen Amulett. Ich würde so gerne demnächst mal das Amulett austauschen, aber ich finde ja nichts Gescheites. Ich hätte schon da irgendwie Leichen bis ein Level drauf, muss ich sagen. So wie es halt hier auch ist. Weg. Den hebe ich noch ein bisschen auf. Überlege ich mir noch, ob ich das mache. Was lohnt sich eigentlich noch nicht so wirklich. Amulette wäre halt richtig geil. Ich könnte 15% Widerstand auf alles dazu bekommen, wenn ich das richtige Amulett drauf habe. Ich möchte den einen Rang in Leiche nicht aufgeben. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ein Handschlag. So. Geht's zurück, ja? Wo sollen diese Augen sein? Ich verstehe das nicht. Droppen die einfach random von irgendeinem Gegner oder von irgendeinem bestimmten Boss? Oder sollen die irgendwo auf dem Podest positioniert sein? Ich bin der Meinung, ich bin das komplette markierte Gebiet abgelaufen. Was hat sich irgendwie... Hab ich halt nichts gefunden, keine Ahnung. Das Auge. Jetzt einmal quasi alles außenrum abgelaufen, ne? In der Mitte war ich ja auch schon, aber da gehe ich gleich trotzdem noch mal rein zum Nachgucken. Was ist für einer? Warum kämpfst du hier? Schon, oder? Ich verstehe das nicht. Aber hier ist so ein Heilpunkt. Hier muss doch irgendwas sein. Haben wir ja auch gemacht. Das ist ein Buff. Das war nicht übel. War es das nicht? Ermutigen. Wahrscheinlich haben wir das schon. Gut gemacht. Ja. Was? Infizierte?
Ach, hier ist was, ne? Oder wie? Ne? Doch, doch. Ah. Was? Was ist euch zugestoßen? Diese Narren von Dorfbewohnern haben nicht auf uns gehört, als wir die Edelsteine zum Öffnen des Tempels forderten. Der Tod hat sie ereilt. So läuft das. Aber ich höre sie immer noch. Ihre Warnungen. Vier von uns sind jetzt tot. Und ich werde bald folgen. Ah, na also. Ich glaube, er hat es ausgekotzt. Es klang wie ein Kotzer. Wollen wir jetzt machen? Tötet Okkultisten in der Nähe des Schlangengottes. Das ist halt leicht problematisch, dass meine Skelette überall rumlaufen. Nicht bloß bei dem Schlangengott. Werden wir leider nicht ganz schaffen. Ich bin noch nicht bereit. Mein Charakter ist unpassend für diese Herausforderung. Ich brauche mehr Zeit. Schade, hab's nicht geschafft. Also nicht für die extra Belohnung. Wir schaffen es natürlich trotzdem, aber die extra Belohnung fällt aus. Aha. Da war es einfach nur eine Leiche. Das war deutlich einfacher zu finden. Minimal leichter. Oh, es riecht gerade so gut. Wisst ihr, was hier gerade für einen Duft reinzieht? Bratäpfel. Gemeinheit. Dabei wissen die doch, ich darf sowas gerade nicht essen. Ich brauche mehr Zeit.
Mache öff. Bin da. Wer noch? Zerfall und Zerstörung.